Go Buster! Der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Buster. Oh, Buster ist mitten hindurchgefahren. Schau mal, Buster, du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Gut gemacht, du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Buster. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Buster. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo, Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formen. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat 4 gleich lange Seiten. Hallo, Digger. Digger ist gekommen, um mit Buster und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Buster und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat 3 Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Buster und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei. Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Buster. Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander. Oh nein, Bandit, der Bus stiehlt etwas aus dem Süßwarenladen. Bleib stehen, du Dieb. Da kommt Otis, das Polizeiauto. Er ist hier, um den Fall der gestohlenen Naschereien zu untersuchen. Bandit ist dort lang gefahren, Otis. Ich glaube nicht, dass Otis die Flucht von Bandit bemerkt hat. Gute Idee, Otis. Folge der Spur der Süßigkeiten. Wir wissen auch, wohin sie dich führen wird. Dort ist er. Stehen bleiben, du Dieb. Sieh nur, Otis. Noch mehr Spuren. Folge ihnen weiter. Oh. Wow, Bandit lässt aber viele Süßigkeiten fallen. Oh, hallo Buster.
Oh, ich glaube nicht, dass diese Süßigkeiten für dich sind. Buster liebt Süßes. Oh nein, die Spur der Süßigkeiten hat direkt zu Buster geführt. Otis denkt nun, dass Buster der Dieb ist. Falsch gedacht, Otis. Buster ist unschuldig. Armer Buster, was wirst du jetzt wohl tun? Otis steckt Buster ins Gefängnis. Oh, Buster. Da kommt Scout. Vielleicht kann Scout Buster helfen, wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Du musst Buster helfen, Scout. Beweise, dass er unschuldig ist. So ist es richtig, Scout. Folge der Spur immer weiter, bis du den wahren Dieb gefunden hast. Scout, die Detektivin, ist am Ball. Dort ist er ja. Bandit wird auf frischer Tat ertappt, als er gerade Sachen aus einem Spielzeugladen stiehlt. Diesmal hast du es zu weit getrieben, Bandit. Stehen geblieben im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet. Es ist Zeit, die Sache richtig zu stellen und Buster aus dem Gefängnis zu befreien. Heraus, Buster, du bist unschuldig. Und Bandit muss dafür rein. Danke, Scout. Du bist eine gute Detektivin. Ohne dich wäre Buster noch immer eingesperrt. Tut mir leid, Bandit, aber du hast es so verdient. Stehen ist nicht erlaubt. Gut gemacht, Otis. Mach's gut, Bandit. Zeit für ein Nickerchen in Busters Garage. Schlaf schön, Buster. Aber wer ist denn das? Ein Roboterbus. Oh nein, er ist gekommen, um Unfug zu treiben. Seht nur, er hat sich als Buster getarnt. Oh, hallo Scout. Sie trainiert gerade ihre Fähigkeiten mit dem Ball für ein Fußballspiel. Hier kommt Roboterbus. Ich glaube, Scout denkt, er ist Buster und kein Roboter. Oh nein, Roboterbus hat Scouts Fußball zerquetscht. Wie gemein. Die arme Scout ist ganz bestürzt. Da ist Jessie Cheap. Sie wartet auf grünes Licht. Und da ist es auch. Oh, das war aber knapp. Und wieder hat Roboterbus Unsinn gemacht. Oh nein, Jessie denkt, das war wirklich Buster. Oh, kleines Rotkehlchen, pass auf. Roboterbus ist nicht sehr nett. Oh, armes Rotkehlchen, böser Roboterbus. Hey, Digger. Er hat Spaß mit seinen Bauklötzen. Oh nein, Roboterbus will mitmachen. Jetzt hat er Diggers Pyramide kaputt gemacht. Roboterbus verursacht nur Chaos. Hier wacht gerade der echte Buster wieder auf. Oh nein, jeder ist wütend auf dich, Buster. Sie denken, dass du Roboterbus bist. Wie willst du nur beweisen, dass du nicht all die gemeinen Dinge getan hast? Dort ist er ja wieder. Roboterbus ist gekommen, um noch mehr Chaos zu verursachen. Es war also nicht Buster, der so böse zu allen war. Schnell, Digger, du musst ihn irgendwie ausschalten. Da ist ein Schalter auf seinem Dach. Gut gemacht, Digger. Das scheint funktioniert zu haben. Sieht so aus, als sei Roboterbus wieder normal. Gut gemacht, alle zusammen. Das war knapp. Roboterbus hätte die ganze Stadt terrorisieren können. Mach's gut. Hallo, Buster. Sieht so aus, als hättest du viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Du bist vollkommen mit Schlamm bespritzt. Und wer ist denn das? Es ist Terry Traktor. Er passt ein bisschen besser auf als Buster. Buster hat so viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu rasen. Oh nein, er fährt direkt auf Terry Traktor zu. Uff. Nochmal Glück gehabt. Pass auf, Buster. Diese Pfützen können dich ins Rutschen bringen. Oh nein, Terry Traktor ist nicht begeistert von Busters Tun. Und wieder geht es los. Pass auf, wo du hinfährst, Buster. Pass auf. Oh nein, Buster steckt fest. Törichter Buster. Was soll er jetzt bloß tun? Die Sonne geht unter und es wird dunkel. Ich hoffe, mit Buster wird alles gut. Da schaut alle her. Es ist Terry Traktor. Er ist gekommen, um zu helfen. Sehr begeistert sieht er allerdings nicht aus. Bitte hilf Buster, Terry. Er braucht nur einmal angeschubst zu werden. Ob er es schafft? Eins, zwei und fertig. Hurra! Danke, Terry. Oh, Buster. Zum Glück war Terry Traktor da, um zu helfen. Mach's gut, Terry. Mach's gut, Buster. Hallo, Buster. Du bist ja ganz mit Schlamm vollgespritzt.
Du hattest wohl viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Ich glaube, Buster muss gewaschen werden. Ob er wohl auch so denkt? Hier kommt der Stadtbus. Oh nein, er ist nicht gerade erfreut, als er sieht, wie schmutzig Buster ist. Ich glaube, Buster hat endlich begriffen, wie ungepflegt er aussieht. Das stimmt, Buster. Du bist vollkommen mit Schlamm bedeckt. Ist das ein Schild für eine Waschanlage? Gute Idee, Buster. Roll hinein und mach dich gründlich sauber. Armer Buster. Er hat zu viel Angst, hineinzugehen. Es sieht doch ein bisschen zum Fürchten aus, stimmt's? Komm schon, Buster, du schaffst das. Du musst gründlich sauber gemacht werden. Er geht rein. Buster ist wirklich sehr mutig. 1, 2, 3. Oh nein, du hattest es schon beinahe geschafft, Buster. Oh, oh, er klingt sehr ungeduldig. Buster, tief durchatmen. Du schaffst das. Aber diese Geräusche machen mir Angst. Komm schon, Buster, du kannst das. Gleich ist es geschafft. Auf die Plätze, fertig, los! Ja, du bist drin, Buster. Das kitzelt, aber so schlimm ist das doch nicht. Und da kommt er wieder raus. Das war doch gar nicht schlimm, oder, Buster? Jetzt bist du blitzeblank. Gut siehst du aus. Wow, gut gemacht, Buster. Nun bist du wieder schön sauber. Die Waschanlage ist doch gar nicht so schlimm. Mach's gut, Buster. Schau, da ist Buster der Bus. Er sieht sehr fröhlich aus, nicht wahr? Ach, oh nein. Es fängt an zu regnen. Und es donnert und blitzt. Oh, oh, es ist ein Gewitter. Oh, achte auf Scout, Buster. Oh nein. Buster hat so viel Angst vorm Gewitter. Er hat Scout im Regen alleine gelassen. Und jetzt stecken ihre Räder in der Pfütze fest. Es blitzt jetzt überall. Puh, Buster ist nun sicher und heil in der Garage. Aber was ist mit Scout? Schau, er hat Scout gesehen. Sie steckt wirklich in der Pfütze fest. Wird Buster tapfer genug sein, um ihr zu helfen? Scout ist wirklich am Kämpfen. Armer Buster, er hat wirklich Angst vom Donnern und Blitzen, nicht wahr? Du schaffst es, Buster. Wow, die Blitze sind so hell und furchterregend. Hurra! Los, Buster! Sieht aus, als hätte er sich entschlossen, Scout zu helfen. Ein schneller Schub sollte es tun. Hurra! Scout ist jetzt befreit. Schau, wie glücklich sie ist. Gut gemacht, Buster. Der Donner ist immer noch sehr laut. Aber schau, Buster hat keine Angst mehr. Buster und Scout fahren glücklich zur Garage zurück, um dem Regen zu entkommen. Der Donner hat beide erschreckt. Tschüss, Buster. Tschüss, Scout. Frohe Feiertage, Buster. Oh nein. Buster sieht nicht sehr fröhlich aus, oder? Lass uns mal sehen, was ihm fehlt. Buster sieht gelangweilt aus. Hat er nichts mehr zu tun? Hört ihr alle das? Ja, es ist Busters Freund, der Robin. Aber wo kann er nur sein? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Siehst du ihn? Das ist aber ein großer Seufzer von Buster. Sieh mal, da ist er. Und er bringt Busters Kugel. Ich glaube, er möchte, dass du ihm folgst, Buster. Geh schon, lass uns sehen, was er dir zeigen möchte. Oh, er bringt jetzt einen Schal. Super Idee, Buster. Ihr solltet beide einen Schneemann bauen. Sieh mal, wie er seine Räder benutzt, um den Schnee aufzuhäufen. Super, Buster. Wow, das sieht ja schon gut aus. Und da ist der Kopf. Gut gemacht, Robin. Ein Schneemann ist ohne Schal auch nicht komplett.
Wofür sind denn die Kohlestücke? Natürlich. Jetzt sucht Robin noch etwas anderes. Oh ja, eine Karotte als Schneemannnase. Was für ein fantastischer Schneemann. Aber sieh mal, Buster denkt, es fehlt was. Wow, das ist eine starke Brise. Und schau, sie hat einen Zylinder zu Buster und Robin geweht. Das ist, was gefehlt hat. Gut gemacht, Buster. Robin stimmt dem zu. Oh, wow. Der Schneemann ist zum Leben erwacht. Buster ist so aufgeregt. Buster hat jetzt nicht nur Robin zum Spielen, sondern auch seinen neuen Freund, den Schneemann. Frohe Feiertage euch an. Hier kommen Buster, der Bus und Terry Traktor. Sieht aus, als wollten sie um die Wette rennen. Buster sieht sehr siegessicher aus, nicht wahr? Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Wer wohl gewinnen wird? Gleich geht's los. Auf die Plätze. Fertig. Los! Da flitzen sie. Buster rast in die Führung. Los, Terry, du schaffst das. Ich glaube, Terry ist nicht so schnell wie Buster. Moment, was macht er da? Oh, frecher Buster, er gibt ja an. Arme Terry, Buster ist sich wirklich siegessicher. Noch hast du es nicht ins Ziel geschafft, Buster. Nicht aufgeben, Terry. Noch hast du eine Chance. Oh, Buster, ärger Terry nicht. Du bist wirklich nicht lieb. Na los, Terry. Zeig Buster, dass man nicht nur Schnelligkeit zum Gewinnen braucht. Jetzt ist Buster sehr weit voraus. Sieh, wie er durch all die Matschpfützen rast. Oh, Buster, ich weiß, dass es heiß ist, aber du kannst nicht müde sein. Das Rennen ist noch nicht zu Ende. Sieh mal, da drüben ist ein Apfelbaum. Ich glaube, Buster möchte sich im Schatten ausruhen. Frecher Buster, du bist etwas zu siegessicher, nicht wahr? Oh nein, Buster ist eingeschlafen. Und sieh, wer kommt. Terry Traktor. Er hat Buster überholt. Oh, Buster, du hast zu lange geschlafen. Da rast er los zur Ziellinie. Ich glaube nicht, dass er mag, was er da finden wird. Fast geschafft, Buster. Aber wo ist Terry? Haha, da ist er. Terry war zuerst im Ziel. Alberner Buster, du hättest nicht so lange schlafen sollen. Und du hättest nicht angeben sollen, denn es bewies wieder, langsam, aber stetig gewinnt man. Tschüss, Buster. Tschüss, Terry. Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni, der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so ulkig. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster! Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster, beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine. Gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster. Lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Planke als Rampe benutzen. Gut gemacht. Der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit. Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster.
Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf grün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nahe er dran war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht. Hallo, Buster. Oh. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank. Schnell, Scout, hol Hilfe her. Oh, armer Buster. Das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel. Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein. Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster. Er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber, und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut. Hier kommt Buster, der Bus. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal, da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinaufzukommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster, ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein, Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein, jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster, du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein, da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal, da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie, ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster, gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen. Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen und Berge hinaufzufahren wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Hallo, Toni Lieferwagen. Toni scheint nicht auf die Straße zu achten. Oh, seht mal, da ist Frankie der Frosch. Er ist gekommen, um Hallo zu sagen. Pass auf, Toni. Puh, das war knapp. Oh nein, es sieht so aus, als hätte Toni ein paar Pakete verloren. Du musst nächstes Mal besser aufpassen, Frankie. Beinahe hätte Toni dich überfahren. So ein frecher Frosch. Seht mal, Toni hat einiges von seiner Fracht verloren. Das sieht aus wie eine Flasche mit Schaumbad. Sieht so aus, als ob Frankie eine tolle Idee hätte. Haha, seht ihn euch an. Wohin rollst du dich denn jetzt? Aus der Flasche steigen Seifenblasen auf. Seht mal, da ist Buster der Bus. Ich glaube, Buster will sehen, wohin Frankie rollt. Da sind noch mehr Seifenblasen. Sieht so aus, als hättest du eine Schaumbrille auf, Buster.
Hey Scout, warum kommst du nicht mit auf unser schaumiges Abenteuer? Scout will in den Seifenblasen spielen. Überall sind welche. Oh, ich mag deinen Hut, Scout. Du siehst witzig aus mit deinem Schnurrbart, Buster. Sieht so aus, als wäre Frankie zum See unterwegs. Ich glaube, dieser freche Frosch hat eine Idee. Da rollt er in den See. Seht ihn euch an. Überall Seifenblasen. Wow, er hat uns ein Schaumbad gemacht. Seht doch nur all die Seifenblasen blubbern. Na los, Buster und Scout. Springt rein. Sie haben so viel Spaß, in den Seifenblasen zu spielen. Sieht so aus, als sei Frankie der Seifenblasenkapitän des Seifenblasensees. Hier kommt Scout mit einem mächtigen Seifenblasenplanscher. So viele Seifenblasen überall. Oh, wo ist Frankie denn jetzt? Dort ist er. Ich glaube, es ist nun Zeit zu gehen. Mach's gut, Frankie. Danke für das Seifenblasenabenteuer.